Ich begrüße ganz herzlich Dagmar Enkelmann, die parlamentarische Geschäftsführerin der Linken, und Volker Wissing, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP. Frau Enkelmann, Sie bringen diesen Antrag ein, nämlich, dass die Straffreiheit abgeschafft werden soll bei Selbstanzeige. Seit 1919 gibt es die. Man hat die eingeführt, nicht weil man sich mit denen gemein machen will, sondern weil man an das Geld rankommen will. Und auch in der SPD gab es vor einigen Jahren schon mal so einen Antrag, man soll das alles abschaffen. Dann hat man eingesehen, Moment, wie kommen wir eigentlich an die Gelder ran? Vielleicht machen wir es doch eleganter auf dem Weg, auf dem wir es schon 100 Jahre versuchen. Warum wollen Sie es jetzt abschaffen? Also man hat 2011 ja auch noch mal einen Versuch gemacht, tatsächlich an diese Gelder heranzukommen. Das ist nicht geglückt. Also nach wie vor ist es möglich, sich tatsächlich freizukaufen von einer Steuerpflicht, die es ja gibt. Sie haben über die Größenordnung gesprochen. Wir reden ja tatsächlich über Milliarden Euro, die den öffentlichen Haushalt verloren gehen. Wir reden auch darüber, wie zum Beispiel solche Gelder zustande kommen. Also bei Hoeneß hat man das ja unter anderem gesehen. Da ist gezockt worden bis zum geht nicht mehr. Da sind die Gelder abgezogen worden. Da sind sie dort geparkt worden, wo man möglichst wenig Steuern zahlt. Und wir sind der Auffassung, diejenigen, die deutsche Staatsbürger sind, die tatsächlich auch ihre Rechte hier wahrnehmen, die sollten auch ihre Pflichten wahrnehmen und tatsächlich ihre Steuerpflicht wahrnehmen. Ein solches Freikaufen, eine solche Straffreiheit gibt es nur im Steuerrecht. Also im Sozialrecht gibt es da nicht. Wenn jemand sich sozusagen einfach mal offenbart und sagt, ja, er hat an dieser Stelle möglicherweise mal 50 Euro nicht angegeben. Na, aber selbstverständlich wird der mit Strafe bewährt. Da gibt es Sanktionen, das ist geregelt. Das gibt es im Verkehrsrecht und überall auch. Im Steuerrecht gibt es das nicht und das halten wir für ungerecht. Der Fall Hoeneß hat sicherlich viele aufhorchen lassen, zumal er ja doch recht moralisch durch die Talkshows ging. Ich kann mich an den Fall Zumwinkel, den Postchef, erinnern im Jahr 2008. Da war man auch völlig geschockt als normaler Bürger, dass Spitzenrepräsentanten unseres Staates so etwas glauben, sich erlauben zu können, sage ich mal vorsichtig. Herr Wissing, aber 2008 der Gesetzgeber, seitdem ist ja wahnsinnig wenig passiert. Es wurden 6 Steuer-CDs angekauft und viele sagen, die Anzeigen, die Selbstanzeigen, die es seitdem gegeben hat, sind nur aufgrund dieser Steuer-CDs entstanden. Hat der Gesetzgeber hier seine Möglichkeiten verschlafen? Zunächst einmal ist viel passiert. Wir haben die Möglichkeit der straffreien Selbstanzeige auf das verfassungsrechtlich notwendige Mindestmaß reduziert. Sie ganz abzuschaffen, ist verfassungsrechtlich sehr problematisch. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass man mit der Selbstanzeige nicht mehr spekulieren kann, weil der Steuerhinterzieher den Zeitpunkt, ab dem die Selbstanzeige ausgeschlossen wird, jetzt nicht mehr selbst bestimmen kann, sondern das entscheidet die Behörde. Das war unter Peer Steinbrück oder auch unter den Grünen noch anders. Da war es viel einfacher, sich selbst Straffreiheit zu verschaffen und damit auch zu kalkulieren. Das geht nicht mehr. Und wir haben natürlich auch ein Steuerabkommen mit der Schweiz ausgehandelt, das alle Altfälle lückenlos besteuert hätte. Jetzt wird die Nadel im Heuhaufen gesucht. Findet man eine, freut man sich. Auch im Fall Hoeneß ist das natürlich zu Recht eine Empörung der Öffentlichkeit. Das ist aber nur ein Fall. Wir hätten alle Fälle der Schweiz mit einem Schlag erfasst, 10 Milliarden Euro in die Staatskasse gebracht. Und das Besondere am Schweizer Abkommen war, dass Steuerhinterziehung bei Kapitalerträgen in der Schweiz künftig unmöglich geworden wäre. Und das wäre eben der entscheidende Beitrag zur Steuergerechtigkeit gewesen. Und der ist mit falschen Argumenten von der Opposition abgelehnt worden. Jetzt haben sich die Steuerhinterzieher gefreut. Sie können weiterhin Kapitalerträge in der Schweiz hinterziehen. Und erwischt wird nur, wer auf einer CD steht. Alle anderen Tausende lachen sich kaputt. Die Schweiz ist ja nur eine von vielen Steueroasen. Zugegebenermaßen liegt da sehr viel Geld. Aber die Diskussion haben wir ja schon die ganze Woche über geführt. Lassen Sie uns mal allgemein zu Ihrem Antrag gehen, Steueroasen austrocknen. Hört sich zunächst gut an. Sie wollen unter anderem bilaterale Abkommen mit den jeweiligen Staaten schließen. Um jetzt doch noch mal kurz die Schweiz zu berühren, wie wollen Sie denn das mit der Schweiz machen? Also das war ja unter anderem das Problem beim Steuerabkommen mit der Schweiz. Das ist ein zahnloser Tiger, da sind Fristen gesetzt worden, die ermöglicht hätten, dass sozusagen bis zu dieser Frist es möglich gewesen wäre, sozusagen das Geld abzuziehen, es in eine andere Steueroase zu parken. Das heißt, es wäre gar nicht zum Tragen gekommen. Das war rückwirkend, glaube ich, zum Jahr 2010, im Gegensatz zu dem amerikanischen Steuerabkommen, also rückwirkend. Ja, das hätte aber trotz allem nicht geholfen, weil allein die Ankündigung hätte dazu geführt, dass man tatsächlich das Geld weggeschafft hätte. Das Problem ist natürlich, wir haben zum Beispiel beim Steuerrecht keine Bindung an die Staatsbürgerschaft, so wie es das amerikanische Recht vorstellt. Das ist unter anderem einer unserer Vorschläge, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass wer deutscher Staatsbürger ist, tatsächlich auch die Steuern in Deutschland entrichtet und sich nicht einfach sozusagen entlasten kann. Das ist ein Vorschlag, den wir haben. Hört sich gut an. Darf ich da ganz kurz
kurz nachfragen, um das aufzuarbeiten. Wenn jemand Geschäfte im Ausland macht, dann erwartet natürlich dieser ausländische Staat, wie auch immer die Geschäfte geartet sind, dass in seinem Land die Steuern bezahlt werden. Sie fordern jetzt etwas, was in die Autorität anderer Staaten hereingreift. Wie soll denn das funktionieren? Ja, gucken wir uns genau an, welche Geschäfte im Ausland gemacht werden. Ob es zum Beispiel Filialen von deutschen Unternehmen sind, die im Ausland verkauft werden. Da sind wir schon der Auffassung, sozusagen hier wird das Vermögen wird in Deutschland selbst erzielt und es muss auch in Deutschland versteuert werden. Dazu brauchen wir so etwas wie eine Bundesfinanzpolizei. Das ist ein Vorschlag, den wir gemacht haben. Inzwischen hat den Schäuble aufgegriffen. Er spricht von einer Steuer-FBI oder sowas. Das wäre zum Beispiel notwendig. Wir brauchen eine deutliche Stärkung der Finanzämter. Das heißt, wir müssen die Möglichkeiten schaffen, dass Wirtschaftsprüfung, Steuerprüfung tatsächlich zeitnah erfolgen kann und nicht nur mit diesen wenigen Stichproben. Das heißt, wir brauchen dort mehr Kontrolle. Wir brauchen dort tatsächlich mehr Zugriff auch des Staates. Es muss die Möglichkeit sein, tatsächlich Zugriff auf die Steuerunterlagen zu haben. Herr Wissing, ganz naiv gefragt, sind die Menschen damals alle mit einem Koffer Geld über die Schweizer Grenze gegangen? Oder wie funktioniert denn eigentlich solche Transaktionen auch zum Beispiel zu den Kaimaninseln etc.? Zunächst einmal agiert Frau Enkelmann ganz geschickt mit falschen Argumenten. Sie sagt, man hätte bei der Schweiz die Frist gehabt, um das Geld ins Ausland zu bringen. Das ist natürlich falsch, das weiß sie auch. Denn es gab in dem Abkommen die Vereinbarung, dass jeder Euro, der abgezogen wird innerhalb dieses Zeitraums, dem deutschen Staat mitgeteilt wird, auch in welches Land das abgezogen wird. Das hat sie jetzt einfach einmal geschickt unterschlagen. Und ich finde, wenn man in dieser Situation, wo sich alle empören, mit falschen Argumenten arbeitet, kommt man nicht weiter. Und wissen Sie, es ist so, man kann nicht andere Staaten zwingen, Gesetze zu machen. Die entscheiden souverän darüber. Was aber wichtig ist, ist, dass man internationale Abkommen abschließt. Wir haben mit 93 Staaten Doppelbesteuerungsabkommen inzwischen ausgehandelt. Wir sind da auf einem sehr guten Weg. Das Problem der Steueroasen liegt nicht darin, dass in Deutschland die Gesetzeslücken vorhanden sind. Deswegen kann man sie hier im Bundestag auch nicht schließen, sondern das Problem ist, dass andere Staaten geschickt Standortpolitik machen, um ihren Unternehmen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, sie anzuziehen, indem sie Niedrigsteuerpolitik machen, indem sie Steuerschlupflöcher gezielt schaffen. Und dieses Problem zu lösen, ist sehr schwierig. Aber keine Bundesregierung war bisher erfolgreicher als diese. Und im Übrigen, weil Frau Enkelmann sagt, man muss in den Ländern die Kontrolle der Finanzämter intensivieren, wo die Linken regieren, sind die Kontrollen nicht intensiver als in anderen Ländern. Ich muss doch noch mal nachfragen, Frau Enkelmann. Es muss ja einer mitgeholfen haben, dass das Geld darüber kommt. Es sind ja nicht alle zu Fuß wahrscheinlich auf die Kaimaninseln gelaufen. Also nochmal, wie funktionieren denn solche Transaktionen? Denn der normale Bürger, so wie ich mit einem normalen Gehalt, der weiß das sicherlich nicht. Also ganz sicher ist man nicht mit dem Koffer sozusagen auf die Kaimaninseln oder in die Schweiz gereist. In die Schweiz möglicherweise noch eher. Sondern das sind Transaktionen, die dort stattgefunden haben über die Banken. Und das ist zum Beispiel ein Problem, dass es diese Art durch dieses Steuergeheimnis, durch dieses sehr enge Steuergeheimnis und Bankgeheimnis, es dazu führt, dass solche Transaktionen überhaupt möglich sind, eben nicht anzeigepflichtig sind. Das ist ja genau das Problem, auch mit dem Steuerabkommen mit der Schweiz, dass es gar keine Voraussetzung gegeben hätte, tatsächlich diese Gelder, die da auf den Schweizer Konten geparkt sind, öffentlich zu machen, anzuzeigen, gegenüber dem deutschen Staat anzuzeigen. Ich sage nochmal, wir reden hier nicht über den normalen Steuerzahler, wir reden nicht über den Beschäftigten, der ganz normal seine Einkommensteuer zahlt. Wir reden nicht über Rentner, wir reden nicht über Sozialhilfeempfänger, wir reden über den, der zu wie auch immer zu viel Geld gekommen ist, das sozusagen an der Steuer vorbeigebracht hat. Über den reden wir und da muss endlich was passieren. Herr Wissing, Sie haben es ja gerade noch mal gesagt, die anderen Staaten agieren ja auch. Da fragt man sich gerade, was die Schweiz angeht, aber auch zum Beispiel andere Steueroasen. Wie will man denn vorgehen? Diplomatie hat jetzt nicht geklappt wegen des innenpolitischen Widerstandes unter anderem. Dann doch lieber Kavallerie. Nein, also ich halte dieses Gerede von Kavallerie ist ja unerträglich. Also man muss natürlich andere Staaten auch in ihrem Selbstbestimmungsrecht respektieren. Was man aber auch machen kann, ist den anderen zu sagen, ihr wollt mit uns Geschäfte machen, mit Deutschland Geschäfte machen, ihr wollt auf dem deutschen Markt auch aktiv sein und dann müsst ihr auch unsere Regeln akzeptieren. Und wir verhandeln mit vielen Ländern, ich habe eben gesagt, 93 Abkommen gibt es schon und wir sind da auf einem sehr guten Weg. Das Ziel ist in Europa, einen automatischen Informationsaustausch zu bekommen. Es gibt ja keine Regierung, die stärker und schneller vorangekommen ist in dem Bereich als die christlich-liberale. Und schauen Sie, wir verhandeln auch, die Bundesregierung verhandelt auch Abkommen zwischen Staaten und betroffenen Unternehmen. Wenn etwa eine Firma ihren Sitz in Deutschland und den USA hat, stellt sich ja die Frage, werden bei uns die Gewinne geltend gemacht und dort die Verluste geltend gemacht und dort die Gewinne versteuert? Das darf nicht sein. Deswegen wird verhandelt, nach welcher Quote wo besteuert wird, nach klaren, fairen Regeln. Auch das macht die Bundesregierung weit intensiver, als das jemals der Fall war.
Und wir sind da auf einem guten Weg. Inzwischen werden auf der Liste der OECD kein einziges Land mehr als Steueroase weltweit geführt. Insofern, dieses Problem nimmt nicht zu, sondern es nimmt erfreulicherweise ab. Aber es ist richtig, es ist noch nicht gelöst. Und fairerweise, und das finde ich, muss man den Menschen auch sagen, das deutsche Parlament kann nur für Deutschland Gesetze machen. Zusätzlich muss die Regierung andere Staaten überzeugen, auf diplomatischem Wege zu einem ehrlichen Besteuerungssystem zu kommen. Und das tut diese Regierung weitaus intensiver als Vorgängerregierungen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Die irische EU-Ratspräsidentschaft arbeitet da auch dran. Wolfgang Schäuble sagt, da sind wir auf einem guten Weg. Internationale Zusammenarbeit ist das Stichwort. Ja, wir sind offenkundig schon lange auf einem guten Weg, bloß Ergebnisse fehlen. Finanztransaktionssteuer zum Beispiel, eine internationale Börsensteuer und so weiter und so fort. Tatsächlich diese Steuerabkommen, die verhindern, dass man in solche Steuerparadiese gibt. Genau die gibt es bis heute nicht. Es gibt Verhandlungen schon sehr lange, das sehe ich auch ein. Aber wir wollen endlich Ergebnisse sehen. Und das, was in Deutschland gemacht werden kann, ich finde, das muss endlich auf den Weg gebracht werden. Das hat der Fall Hoeneß sehr deutlich gezeigt. Wir können gleich weiter diskutieren. Drinnen geht es nämlich los. Frau Enkelmann, Herr Wissing, vielen Dank, dass Sie da waren. Meine Damen und Herren,